Ja, hallo, ich melde mich aus meinem Auto. Die Bildqualität ist etwas schlecht. Das liegt daran, weil es ziemlich dunkel ist im Auto und auch draußen wird es dunkel. Ja, wir haben die letzten Tage dazu genutzt, eben jetzt gerade auch nach Weihnachten noch ein paar Kalender zu verteilen. Bin gerade hier in Ostdeutschland, wo ich wohne, unterwegs und habe eben noch einiges versucht zu verteilen. Mir ist aufgefallen, wir kommen gerade von Weihnachten und trotzdem sind die Menschen nicht froh. Wenn man in die Gesichter hineinschaut, dann sieht man viel Trostlosigkeit. Ich will mal einfach sagen, Hoffnungslosigkeit. Ja, und wie kann es auch anders sein? Wenn Jesus Christus nicht in den Herzen wohnt, dann ist Hoffnungslosigkeit. Dann bringt selbst der schönste Weihnachtsstern, das schönste Weihnachtsgeschenk, das schönste Weihnachtsessen nicht den Frieden ins Herz. Es kann einfach nicht sein, weil diese materiellen Dinge unser Herz, was immateriell, nicht materiell ist, nicht befriedigen können. Oder kann. Nichts Materielles kann das Nichtmaterielle in uns zur Ruhe und zum Frieden bringen. Das kann nur der Heilige Geist durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und mir ist erneut wichtig geworden, wenn man so verteilen geht, auch bei den Häusern in so manche Küche hineinschauen kann, wo jemand am Fenster ist, die Gesichter sind einfach nicht froh. Und der eine läuft mit Rollator, weil er nicht mehr kann, der andere, der trägt seinen Müll raus, der andere parkt sein Auto in die Garage. Will man einen Kalender persönlich weitergeben und es entpuppt sich dann als ein christlicher Kalender, wird er teilweise postwendend zurückgegeben. Ja, die Menschen sind nicht froh im Herzen, aber gleichzeitig wollen sie Jesus Christus nicht. Das ist das, was die Schrift uns sagt, die Bibel im Römerbrief. Da ist keiner, der Gott sucht. Und trotzdem haben wir die Aufgabe hinzugehen. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wir die Zeit doch bitte, bitte ausnutzen, dass wir hingehen zu den Menschen und ihnen das Evangelium bringen. Ja, wie sollen sie gerettet werden, wenn es ihnen niemand sagt? Wie sollen sie glauben ohne jemanden, der ihnen predigt? Sagt Paulus im Römerbrief. Und an dieser Stelle einfach ein herzliches Dankeschön an alle, die ununterbrochen unterwegs sind, um das Wort Gottes hinauszutragen. Und gleichzeitig eine Bitte: Lasst nicht nach, macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht entmutigen, sondern schaut froh auf den Herrn Jesus Christus und blickt froh ins Jahr 2021. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.